Hallo Leute, wie geht's? Hier ist wieder der Uli mit einem neuen Video. Diesmal aus der Hängematte und in der Hand habe ich diesen leckeren Gummibärsaft. Ah, das ist so lecker. Ich trinke diesen Saft heute zum ersten Mal. Er ist rosarot, sieht tatsächlich aus wie Gummibärsaft, aber es wäre nicht mein Kanal, wenn es hier um Gummibären gehen würde. Das heißt, da steckt wohl wieder irgend so eine krasse, abgefahrene Frucht dahinter. Welche das ist, erzähle ich euch jetzt noch nicht. Aber ich kann euch schon mal erzählen, dass dieser Saft unheimlich krass gesund ist. Und zwar ist da so viel Vitamin C drinnen, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Also sieht schön aus, schmeckt unglaublich lecker und ist auch noch gesund. Also wenn ich hier so in der Hängematte liegen würde, würde ich wahrscheinlich 100 Jahre alt werden, wenn ich immer nur diesen Saft trinken würde. Würde sich auch aushalten lassen. Ja, woher der Saft kommt, das schauen wir uns jetzt mal an. Und hier ist er, Camu Camu oder auch Myrtiaria dubia, so ist der lateinische Name. Was am 25. Dezember mit diesem komischen weißen Büschchen da begann. Das sieht jetzt so aus. Eine schöne, dunkelrote, fast schwarze Frucht. Und das Krasse ist, diese Frucht hat 30 bis 60 mal so viel Vitamin C wie eine Orange. Ganz schön krass. Wir sind hier ungefähr auf 600 Meter über dem Meeresspiegel. Normalerweise wächst diese Frucht ziemlich weit unten im Amazonasbecken, so um die 300 Meter über dem Meeresspiegel. Gut, ich meine, im Moment regnet es ziemlich viel, es ist alles matschig und nass. Das gefällt der Pflanze. Dass hier die Blätter so ein bisschen gelb oder sagen wir mal ein bisschen krank aussehen, das macht auch nichts. Die Pflanze kann nämlich 6 Monate ohne Blätter überleben und was auch immer passiert, wenn diese Plantagen von dem, die an den Flussläufen angepflanzt wurden, überschwemmt werden, dann verliert er komplett seine Blätter. Ja, die große Frage ist, warum das jetzt so besonders geil ist, dass diese Pflanze jetzt Früchte hat und warum wir so besonders froh sind. Das ist die Frage. Und hier ist die Antwort, warum das so geil ist. Und zwar haben wir hier auf dieser Fläche 135 von diesen Camu Camu Pflänzchen angepflanzt. Alles diese dünnen hier. Ohne zu wissen, ob das Experiment gelingen wird. Da wir niemanden kennen, der hier in Napo oder in der Höhe, in der Höhenlage überhaupt Camu Camu hat. Das heißt, mit dem, was wir jetzt an unserem Haus gesehen haben, sind wir um einiges motivierter, dass das hier was Gutes wird. Das war's für heute. Unser kleines Video über den Camu Camu. Bleibt dabei, abonniert den Kanal und bis bald. Ciao.